David Mitschko hat vor 4 Jahren Donald Trump gewählt und er will es auch dieses Mal wieder tun. Sein Haus in Scranton im US-Bundesstaat Pennsylvania hat er mit Plakaten des amtierenden US-Präsidenten geschmückt und er genießt die Zustimmung aus vorbeifahrenden Autos. Dass Trump in den Umfragen zurückliegt, macht ihm keine Sorgen. Mitschko glaubt, dass sein Bundesstaat republikanisch wählen wird. Ich glaube ganz bestimmt, dass Trump Pennsylvania gewinnen kann. Ich glaube den Umfragen kein bisschen. Ich glaube, er wird gewinnen, wenn man sich anschaut, wie viel Unterstützung er hat, wie groß seine Wahlveranstaltungen sind. Scranton ist nicht irgendeine Gemeinde in dem umkämpften Bundesstaat, sondern der Geburtsort von Joe Biden. Die ersten 10 Jahre seines Lebens verbrachte Trumps Herausforderer in diesem Haus. Umso schmerzlicher ist für die Demokraten die Erinnerung an die letzte Wahl, als sie ihre ehemalige Hochburg Pennsylvania knapp an den Politikneuling Trump verloren. Und so mögen auch sie den Umfragen nicht recht trauen, denn schon Hillary Clinton hatte 2016 vorne gelegen. Ich glaube, es ist ein bisschen beängstigend, besonders nach der letzten Wahl, wirklich etwas vorherzusehen. Natürlich hoffe ich, dass Biden einen Lauf hat. Ich glaube, die Umfragen geben das her. Kein Demokrat in Amerika ist zuversichtlich, denn 2016 hat alle überrascht, auch Donald Trump. Wenn man die guten Nachrichten sieht, die Umfragen, dann sagt der Kopf, okay, wo lauert die Gefahr, wie kann es uns noch entgleiten? Die sicher geglaubte Wahl doch noch zu verlieren. Ein andauerndes Trauma für die Demokraten. Mindestens bis zum 3. November.